zu Elisa Gutsche ist zu sagen, dass sie Jura und Politik studiert hat, für die SPD-Bundestagsfraktion gearbeitet hat und mittlerweile als Politikberaterin tätig ist. Sie ist außerdem Organisatorin des schon genannten Barcamps Frauen in Berlin. Also wenn ich das richtig verstanden habe oder wenn mich die Wikipedia richtig informiert hat, dann ist das Barcamp so eine Art spontan sich selbst organisierende Tagungsform. Aber sowas in der Art. Also wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Elisa. Hallo. Hallo. Genau, ich warte noch, bis es losgeht. Okay, hi, ich bin Elisa aus Berlin. Ich spreche heute über die SPD. Hashtag Ach SPD oder warum ich oft das Bedürfnis nach einer Selbsthilfegruppe der anonymen Genossinnen verspüre. Mein erstes Mal in Berührung gekommen mit der SPD bin ich im Jahr 1998, da war ich 13 Jahre alt. Das war im Wahlkampf 1998 genau, als Gerhard Schröder zum Kanzler gewählt wurde oder als Kanzlerkandidat der SPD antrat. Damals als 13-Jährige war ich jetzt noch nicht so sehr politisiert wie Merle, die sich schon als Sozialistin bezeichnete. Bei mir war das eher so ein diffuses Gefühl ganz im Hintergrund, was auch von meinen Eltern ausging, dass irgendwie so ein Wandel in der Luft lag oder so ein Wechsel hin zu einer anderen Gesellschaft, zu einer besseren Gesellschaft. Die SPD und die Grünen, die standen einfach für was anderes als das, für was Kohl und die FDP standen. Genau, und mit dieser totalen Begeisterung, also ist dann erstmal wieder abgeebbt und ich bin dann 2011 erst in die SPD eingetreten, relativ spät, da war ich 26. Genau, wurde ich mit der Realität der SPD konfrontiert. Ich will jetzt immer nicht weiter auf den älteren weißen Herrn rumhacken, offen gesagt. Genau, aber so sieht halt tatsächlich die SPD an der Basis aus. Ältere weiße Herren und das Durchschnitts-SPD-Mitglied sollten sie sich ungefähr als westdeutschen akademischen Beamten vorstellen, kurz vor der 60, evangelisch, das ist das typische SPD-Mitglied. Junge Panke habe ich jetzt noch nicht gesehen bei uns, gibt es aber scheinbar auch, also genau, junge Leute sind eher in der Minderheit und nur jedes 12. SPD-Mitglied ist unter 30, was halt sehr schade ist. Bei der letzten Bundestagswahl waren nur 27 der 299 Direktkandidaten unter 35 Jahre alt. Genau zu den Strukturen, also was bei der SPD vor allem nervt, was mich nervt, um wirklich aktiv richtig einzusteigen, ist die geforderte Anwesenheitskultur, wenn man was wehren will, dass man diese Ochsentour bewältigen muss, das heißt wirklich an der Basis anfangen, bis man irgendwo hinkommt. Quereinsteiger haben kaum eine Chance, auch wenn sie viel Know-how mitbringen. Und natürlich die informellen Netzwerke. Wenn man Informationen bekommt, braucht man informelle Netzwerke und das muss man auch erstmal drauf haben, sich da einzubringen. Genau, was mich thematisch an der SPD gerade stört, ist eine fehlende Polarisierung. Es gibt kein Standing für progressive Themen und mir fehlt auch ein bisschen die Vision. Also wo ist die Vision der Weltrevolution, wie Merle es angesprochen hat. Und genau, das finde ich total schade. In meiner Masterarbeit habe ich den Vergleich gemacht zwischen Obama-Wahlkampf und SPD-Wahlkampf 2013, was nicht so gut für die SPD ausgegangen ist. Genau, weil Obama es gezielt geschafft hat, junge Menschen anzusprechen und vor allem junge Frauen. Er ging auf Frauengesundheit ein. Er brachte seine Töchter ins Spiel, genau, und er hat es damit auch geschafft, die Democrats und Obama, dass er auch anknüpfbar war für junge Frauen, die sich für ihn engagieren, zum Beispiel hier Lena Dunham, eine ganz, also gerade sehr bekannte Künstlerin und Feministin in den USA, die sich explizit für ihn ausgesprochen hat und für die Partei Werbung gemacht hat und für ihn Werbung gemacht hat und junge Menschen zum Wählen aufgefordert hat, genau, und halt auch so Rechte, also halt ziemlich viele progressive Themen angesprochen hat, zum Beispiel dass Homosexuelle heiraten dürfen, dass Frauen Rechte über ihren eigenen Körper haben. Genau, und dass er es halt auch geschafft hat, so eine Wechselstimmung und so eine Wandelstimmung zu vertreten, was mir halt in der SPD sehr fehlt, weil der SPD-Wahlkampf 2013 sah so aus, was für mich als SPD-Mitglied, also wo ich einfach kurz davor war, auszutreten und alles hinzuschmeißen, weil ich dachte, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das die Partei ist, in die du eingetreten bist, weil du einfach eine Idee hattest. Und ich mich einfach immer noch frage, wie sowas in einem professionellen Umfeld wahlkampftechnisch zustande kommt. Und genau, deswegen der Hashtag Ach SPD, wenn sie auf Twitter sind, ist das immer ein guter Ort, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Das sind auf alle Fälle viele enttäuschte Sozialdemokratinnen. Genau, weil die SPD es halt einfach nicht geschafft hat, im letzten Wahlkampf
eigentlich auch nur irgendwas richtig zu machen, meiner Meinung nach. Genau, das Wir entscheidet, unser Wahlkampfslogan. Die SPD hat ja 2009 schon eine herbe Enttäuschung einstecken müssen und hat in den folgenden Jahren versucht, neue basisdemokratische Entscheidungselemente einzuführen, zum Beispiel Mitgliedervoten und Mitgliederentscheide. Wir Genossinnen und Genossen durften ja 2013 darüber abstimmen, ob die SPD in eine große Koalition mit der CDU-CSU geht. Was ich an sich total eigentlich ganz cool finde, also weil man schon mitmachen kann und es so ein bisschen in der Hand hat. Dasselbe hatten wir auch gerade in Berlin mit dem nächsten Bürgermeister, mit dem nächsten regierenden Bürgermeister, was ich auch ganz cool fand. Leider haben alle anders gestimmt als ich. Genau, aber diese basisdemokratischen Mitgliederentscheide und Mitgliedervoten und Instrumente ändern halt nichts an der Repräsentanz in der Partei. Es sind immer noch ältere Herren, meistens aus Niedersachsen, das kommt in der SPD noch dazu, am Zügel. Da fehlt jetzt auch Thomas Oppermann, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, die halt die Entscheidung in Hinterzimmern ausklüngeln, das kann man halt nicht anders sagen. Also so, genau, hier unsere strahlenden SPD-Männer in der Mitte, der wahrscheinlich nächste Kanzlerkandidat der SPD. Ich frage mich, ob der dritte Gescheiterte dann in der Runde ist. Genau, und das ist halt sozusagen das Bild von der SPD nach außen. Eine Männerpartei, die Partei der älteren Herren. Im Gegensatz zur CDU, wie man hier sieht, Merkel, Ursula von der Leyen und Christina Schröder. Ich bin eigentlich kein Fan von Christina Schröder, aber hier muss ich es mal lobend hervorsetzen. Die CDU hat es geschafft, die erste Kanzlerin zu stellen, die erste Parteivorsitzende zu stellen, die erste Verteidigungsminister zu stellen, auch eine sehr gender-atypische Besetzung, was ich total toll finde. In der SPD wird es sowas nie geben. Genau, und Merkel auch nochmal hier, sie inszeniert sich selber auch als Kanzlerin der jungen Leute. Von ihr gibt es so viele Selfies im Internet. Das gibt es von Gabriel, glaube ich, nicht. Genau, hier mit Schülern, wir erinnern uns auch an die Bilder mit der Nationalmannschaft oder aber beim vergangenen G20-Gipfel in Canberra, in Australien. Genau, jedenfalls, wie die SPD bei jungen Leuten ankommt. Bei der letzten Bundestagswahl 2013 haben 24% der Wähler unter 25 SPD gewählt. 2005 waren das noch 38% und 2009 nur noch 18. Es gibt also eine leichte Steigerung, aber trotzdem kann man hier sehen, dass es nicht so viel bringt. Und ich frage mich einfach jetzt, um den Ausblick zu geben, so, wie kommen wir wieder zu einem Yeah-SPD, dass die SPD auch für junge Leute wieder cool wird, weil eigentlich liebe ich die SPD auch und bin gerne Mitglied, aber manchmal fällt es einem doch ein bisschen schwer. Danke.